Hallo Zuschauer, ich bin der Android Tales Gaming 3000 und ich begleite dich nun weiter durch dieses illustre Spiel. Wie cool es ist, dass dieser Bagger vor dem Fenster rumfährt. Also schlimmer wird es, glaube ich, nicht. Er hat echt keinen guten Deal abgeschlossen. Ah, gut, dass wir das nicht sehen müssen. Sie guckt auch schon so ein bisschen angewidert. Selbst ihr Roboter-Dasein kann das nicht verstecken. Sortiere Flaschen, verstaue dreieckige Kleidung. Da stand wahrscheinlich dreckige Kleidung, oder? Warte mal. Ja, dreckige Kleidung, okay. Putze das Badezimmer, sortiere Flaschen. Da. Wonach genau sortierst du sie? Alphabetisch. So. Le Boden wischen. Genau, das ist putze das Badezimmer L1. So sehe ich also im Spiegel aus. Okay, reicht dann für heute. Immer wenn ich mich morgens im Spiegel sehe, denke ich, heute wird ein schlechter Tag. Ich mache das anscheinend ein bisschen falsch gerade. Gut, egal. Egal. Sauber wird's ja trotzdem. Kinderzimmer? Wahrscheinlich. Hallo. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten, ist das okay, Alice? Sie hat ein Zelt, wie süß ist das denn? Okay, es macht mir ein bisschen Angst, dass das unlocked wurde oder dass das etwas unlocked hat, besser gesagt. Möglicherweise ein Fluchtweg durch das Fenster. Viel anderes macht nicht wirklich Sinn. Rede mit Alice. Vorher will ich sehen, was sie gelesen hat. Sie hat nämlich ihr Buch hier liegen lassen. Und dieses Ding gibt es noch. Es sind Treasures. Kleine Schätze. Kleine Schätze. Kleine Schätze. Keine bösen Wörter. Alice im Wunderland. Natürlich. Welch passendes Buch. Oh, sie hat einen kleinen Fuchs, glaube ich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Sie wirkt ein bisschen still. Definitiv. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Oh, das war nicht gut. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Ich muss mir jetzt im echten Leben auch, immer wenn ich etwas Gutes mache, vorstellen, dass sich so ein Schloss-Symbol öffnet. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Sorry, das ist eigentlich total langweilig, aber wenn ich halt in Richtung dieses Buchs gehe, dann tritt sie da nicht einfach drauf, sondern macht diesen Extraschritt. Daran haben wir 2 Jahre lang entwickelt, Marco. Schön, dass es wenigstens einem auffällt. Das Spiel war eigentlich 2016 schon fertig. Hm.
Okay, das bin ich. Und wie wir schon vermutet haben, wir wurden nicht Opfer eines Verkehrsunfalls. Okay, da ist das Badezimmer, da ist die Toilette und hier war Todds Zimmer, oder? Wahrscheinlich. Na, warte, das hier ist Todds Raum. Okay. Wir gehen zum guten Todd, holen uns ein paar neue Anweisungen. Es ist wieder alles dreckig. Räume einfach wieder alles was raus. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Hm? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Puh, das war nicht sehr angenehm anzusehen. Kara sieht eine Waffe. Und Kara entdeckt einen Weg nach unten. Das hört sich schon mal nicht sehr friedfertig an. Wir haben hier irgendetwas übersehen, aber ansonsten... Ah, leider hier auch irgendwas übersehen. Was habe ich hier übersehen? Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Die öffentliche Meinung ist gleichgültig und die gute Alice ist mir warm gegenüber. Alles klar. Das hier ist definitiv ein riesiger Kontrast zu der Wohnung, aus der wir gerade kommen. Und wir sehen einen Lift an der Treppe. Le Paket. So sehe ich aus. Reicht dann auch. Ich gehe dann wieder... Nein, ich glaube, so funktioniert sich das. So funktioniert... die Aufgabe als Android nicht, dass man einfach wieder weggeht. Es ist ein Gemälde. Oh, es ist ein cooles Gemälde eigentlich. Ein Bild. Irgendwie ziemlich cool. Wir sollen nach oben, deshalb würde ich erstmal hier unten mich umsehen. Schauen, was es hier so gibt. Da ist irgendwas. Bin mir auch nicht sicher, ob alle Sachen, die man theoretisch machen kann, bei diesen Hexersinnen auftauchen. Würde mich darauf lieber nicht verlassen. Warte, das ist genial. Wir gehen nicht nur nach oben, wir bringen ihm auch noch was zu essen und zu trinken. Ach nee, wir bringen das zum Esstisch. Okay. Wo ist der Esstisch? Er ist wahrscheinlich im Esszimmer. Hier. Wow, dieses Ding möchte ich gern haben. Dieser Fernseher, wie cool ist der denn bitte? Der Nordpol, wieso Russland ihn will.
Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Thirium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Thirium-Reserven würden beiden Nationen erlauben, modernere Androiden-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Klingt logisch. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach, Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Ja, es klingt sehr diplomatisch. Herzlichen Glückwunsch. Und so dreht sich die Welt weiter. Klar. Natürlich steht hier eine Giraffe. Was mache ich, wenn ich so viel Geld habe, dass ich nicht mehr weiß, wohin damit? Ich stelle mir eine Giraffe ins Zuhause. Ein paar schöne Bücher. Holy Nate? Ist das da in der Mitte? Heißt das wohl Holy Grenade? Ist das eine Anspielung? Wir wissen es nicht. Testen. Gern doch. Das war aber schön. Und das, meine lieben Freunde, ist ein Atelier. Um ehrlich zu sein, ein extrem cooles Atelier. Ich glaube aber, die Hexersinne zeigen doch so ziemlich alles an, was wir finden können. So, aufräumen, fertig. Stell dir vor, du kaufst dir für mehrere tausend einen Androiden und dann stellst du fest, oh, der ist faul wie die Nacht. Verdammt. Bisschen aufräumen. Vielleicht schalte ich mir damit ja neue Dialogoptionen frei. Irgendwie glaube ich das nicht. Was ist das? Ach so, auch nur aufräumen. La 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 la. Das sind ebenfalls Farben von Berlini gewesen. Und jetzt bräuchte ich noch. Da war noch irgendwas. Nicht? Doch, da hinten. Es tut mir übrigens an der Stelle leid, dass ich mich so genau umsehe, aber ich finde, das gehört bei so einem Spiel dazu und ich werde das auch nicht ändern. Zumindest überall dort, wo es passt natürlich. Vielleicht während einer krassen Verfolgungsjagd auf einem Zug. Vielleicht ist das nicht der richtige Moment, um sich umzusehen und über den Sinn und Unsinn der Welt zu philosophieren. Aber hey, wenn es einen richtigen Moment gibt, dann diesen hier. Jo, glaub, wir sind fertig. Rauf zu dem guten Mann. dieses Licht. Wollte gerade sagen, dieser Lichtschalter, aber um den geht es mir nicht wirklich. Oh, eine Goldplatte. Dahinter ist bestimmt ein Schatz verborgen. Mega nice einfach nur. Was für ein Skelett das wohl ist. Wenn jemand weiß, was das für ein Skelett ist, schreib es gerne in die Kommentare. Es ist definitiv kein Flamingo.
Hallo, wie geht's, alter Mann? Ziehe die Vorhänge auf. Wach auf, alter Mann, und blicke in die Welt hinaus. Er direkt keinen Bock Guten Morgen, auf mich. Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Das stimmt wohl. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Leonard? Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Das tötet Menschen, Karl. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Das ist dann natürlich, also gerade bei der Altenpflege ist es dann natürlich von großem Vorteil, Androiden einsetzen zu können, denn seien wir mal ehrlich, Altenpflege ist so etwas, worauf viel zu wenige Leute Lust haben, was viel zu teuer ist. Trotzdem haben wenige Leute Lust darauf. Also, Androiden als Altenpfleger ist eine Win-Win-Situation. Nicht für die Menschlichkeit, aber für die Menschheit. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das sollte jetzt keine politische Ansprache werden. Es ist nur... Ich denke nur drüber nach, was es heißen würde, wenn Androiden die meisten Jobs übernehmen würden. Und gerade bei der Pflege von alten Menschen hat das halt nur Vorteile. Weil das ja häufig liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes nicht wirklich mit Liebe gemacht wird. Die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Entschuldigung, ich musste mir ihn als Mario Kart vor Fahrer vorstellen, wie er Bananen wirft und... Egal. Es spielt keine Rolle. Lasst uns zum Esstisch. Spiegel ich mich eigentlich im Spiegel? Nicht so wirklich. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Ach ja, Bacon und Ei. Sie haben es mit Speck übersetzt, aber es ist bestimmt Bacon. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Ich wollte gerade Fernsehen gucken. Lies ein Buch, das ist langweilig. Spiele Kaviar. Was ist die dritte Option?
Schach. Also Musik und Schach sind schon cool. Ich glaube, ich tendiere mal zum Schach. Jetzt instant alle das Video verlassen. Scheiß Schach. Ja, setz dich hin. Tu es. Auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, ist es natürlich nicht so cool, Schach gegen mich selbst zu spielen. Lust auf eine Partie Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Oh, ich konnte mich nicht... Ah, ich mach mal unentschieden. Ein seltsames Unentschieden. Nun. Tja, ich weiß, Sie verlieren nicht gern, aber Sie wollen auch keinen geschenkten Sieg. Ein Unentschieden ist ein sehr guter Kompromiss, nicht wahr? Tja. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Das war eine komische Ansprache. Aber ja, klar, wenn er ein Android ist und gewisserweise so etwas wie ein Computer, gewisserweise so etwas wie ein Schachcomputer, dann ist es natürlich im Prinzip nur seine Entscheidung, ob er gewinnt oder verliert. Nicht wirklich eine Chance, dagegen zu gewinnen, als Mensch. Ist das nicht das Atelier? Vielleicht meint er mit Studio nicht diesen Raum, aber ich glaube schon. Ah. So, was genau passiert da jetzt, Magisches? Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Wow. Es ist auf jeden Fall extrem cool, wie er aus seinem Alter und seiner Immobilität definitiv das Beste rausholt. Durch diesen Arm und... Ich meine, wirklich auf einer Leiter stehen könnte er ja nicht. Wäre auch unbequem. Eigentlich ist dieser Arm mega cool. Warum kann ich nicht auch so einen Roboterarm mit Stuhl vor meinem PC haben? Finde das unfair. Immer haben die Leute in den Spielen coole Sachen. Menno. Also, was hältst du davon, Marcus? Finde ich scheiße. Nein, eigentlich ist es cool. Ich will mal, gefällt mir. Ja, es hat das gewisse Etwas. Woher soll ich das wissen? Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Klar, warum nicht? Was könnte schon schiefgehen, wenn ein Computer versucht, etwas zu malen?
Okay, wir können die Statue malen, wir können den Tisch malen und wir können wir können Karls Bild malen. Okay, das gefällt mir, das mache ich. Das ist definitiv das Beste. Einfach kackendreist sein Bild abmalen. Denn das dürfen wir als Computer ja sehr, sehr gut können. Kopieren. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Half-Life 3. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Okay, was würde einen Androiden interessieren? Die Menschheit wahrscheinlich mehr als sich selbst, weil sich selbst kann ein Android so als Programm wohl am besten verstehen. Die Menschheit als vollkommen natürliche Lebewesen, die halt ja keinen Computer an ihrem Kopf haben, eher nicht so. Identität wiederum könnte auch interessant sein. Wie geil ist die Musik gerade eigentlich? Was zur Hölle? Oh. Hoffnung. Warum nicht? Und jetzt so ein Penis. Am Penis gemalt. Wow. Oh mein Gott. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt, warum. Ja, ja, ich weiß, warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Weil er dir kein Geld für Drogen gibt. Alles klar.
So, das war das Kapitel Der Maler. Ich bin gespannt, was wir alles anders hätten machen können. Und was ich alles so Schönes übersehen habe. Nordpol Russland lesen. Anscheinend hätte man 3 weitere Sachen lesen können. 2 weitere Sachen, meine ich. Das war eine Entscheidung. Das war natürlich auch eine Entscheidung. Das wäre das Klavier und das Lesen gewesen. Aber wir haben uns ja für Schach entschieden. Wir haben das Bild von Karl kopiert. Menschlichkeit, Hoffnung. Okay. Das war straightforward. Und wie es im nächsten Kapitel weitergeht, das in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.